Lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die 18er Rangliste um 19:30 Uhr wollen wir gleich gemeinsam spielen. Es ist meine 29. Rangliste. 531 ist mein aktueller Schnitt. Und wie gesagt, noch zwei Ranglisten müssen wir durchstehen. Und die letzten Ranglisten waren nicht so gut. Wir schauen mal ganz kurz rein, was ich da so erzielt habe für Punkte. Es dauert ein bisschen, bis ich hier bin. Eigene Liste, die letzte Rangliste 4 zu 0, 362 davor, 4 zu 1, 440 davor, 4 zu 0, 477 und davor 4 zu 1, 426. Also wir sehen schon in den letzten vier Ranglisten, keinmal mehr als vier Spiele gewonnen. Zweimal 4-1, zweimal 4-0. Das ist nicht gut. Kein einziges Mal 500 Punkte. Jedes Mal den Schnitt verschlechtert. Also mal schauen, was es jetzt wird. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Karten verteilt sind. 18. Karten sind verteilt. Ja. 20. Das Ja. erste Blatt. 22. Ja. Ein schönes Blatt. 23. Ja. 24. Aber Passt. ich müsste Herz Hand reizen, um ans Spiel zu kommen. Und gegen zwei Reizungen, ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Passe. Vor allen Dingen, Karo. weil der die 24 gereizt wurde. Also der eine hat wahrscheinlich ein Kreuz und der blanke König ist da natürlich überhaupt nicht gut. Er hat reingeguckt. Also der musste schon ohne Zweien sein. Passe. Tja, 18, das ist ja. leider nichts. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, passe. Grand. Oh Mann, kommt Kreuz König raus. Ne? Was soll ich damit machen, ey? Naja, so sind wir aus dem Schneider. Kommt immer mit Kreuz. Ich verstehe das nicht. Passe, passe. 18. So, Grang kann man spielen, aber ich finde das Risiko zu hoch. Kreuz. Du weißt auch nicht genau, sind die Jungs verteilt, sind die Kreuzen verteilt. Das, wenn beides auf einer Hand steht, wirst du den wahrscheinlich nie gewinnen. Ah, Jungs sitzen verteilt. Dann hätte man ihn natürlich schon gewonnen. Kreuzen wären auf einer Hand gewesen. Also Jungen Ausspiel wäre hier eine Chance gewesen, das Spiel zu gewinnen. Aber es ist immer noch nicht hundertprozentig gewonnen, ne? Der Kreuz ist natürlich super. Passe. Passe. 18. Peak. Mit vieren.
Warum sollte ich beim ersten Mal das Ass reinhauen, wenn ich beim vierten Mal noch einen Trumpf habe, also wo er das fünfte Mal Trumpf spielt? Also das war die Karo 10, war jetzt irgendwie nicht gut. Das ist ja genau der Grund gewesen, warum ich da den 18? Ja. das Ass gleich im 20? ersten Stich Ja. reingehauen habe, 22? dass ich keinen Ja. Trumpfstich mache. 23? Ja. Passe. Passe. Grand. Ja, jede Farbe zweimal zu bedienen, das kann nicht reichen. Jetzt hat er uns noch mal eine Chance gegeben. Ich hoffe, falls er Kreuz 10 hat, dass er die reinhaut. Kreuz Dame, ja. Ach, Kreuz Ass hat er noch, okay. Passe. 18, passe. Grand. Achtzehn. Warum? Naja. Zwei Buben im Skat. Wow. Passe. 18. Passe. Zwei Herzen. Ja, soll ich es riskieren? Ich habe kein Pflichtbild. Ich brauche ein Bild. Sonst bleibe ich bei 58 stehen. Oh, ich habe hier habe ich zwei Bilder. Hier kann gar kein Bild kommen. Die einzige Chance wäre Kreuz für ein Bild. Ich spiele doch den Karo. Karo. Das sind mir zu viele eigene Bilder. Glücklich gewonnen. Passe. Passe. 18. Na, Kreuz König war blank. Also das heißt, da hätte ich das Bild Grand. gekriegt, hätte ich also den Grang gewonnen. Grang Schwarz mit Zweien. Da ist Passe. die Passe. Frage, 18. ob wir es tatsächlich mal schaffen, mehr als vier Spiele zu gewinnen. Peak. So ein ähnliches Spiel wie gerade. Fünf Trumpf und drei Asse in der Beikarte.
Oh, hat er sich selbst die H10 blank gespielt? Das ist interessant. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Passe. Pik. Hand. Beim Handspiel ist natürlich immer wichtig, die Punkte der Gegner mitzuzählen, weil man selber nicht weiß, was im Skat liegt. Natürlich die eigenen Punkte sollte man auch zählen. 14. Das sieht nicht gut aus. Da scheinen viele Trümpfe gegen zu sein. Wenn Kreuzjunge gleich kommt. Also ich vermute mal, ja, vielleicht liegen Trümpfe im Skat, aber das sieht überhaupt nicht gut aus. Der ist Karo frei. Glücklich gewonnen. 18, passe. Passe. So, das war natürlich auch gut, dass wir das Spiel bei 18 gekriegt haben. Kreuz. Dadurch konnten wir jede Farbe noch spielen. 10 gedrückt. 15. 29. 40. 50, 53. 53. Der hat den König. Siebenundfünfzig, ja, das reicht. Reicht mir noch. Achtzehn. Passe, passe. Grand. Passe. 18. Passe. Ui, Glück gehabt. Da spiele ich den Gang. 13 gedrückt oder lieber den Karo. 5 Flutschen in der Abgabe. Hinterhand. Schwierig. Nee. Ich stehe zu gut, um jetzt einen Gang mit rein zu verlieren. Karo. Noch kein Spiel verloren. Insgesamt auch in der Rangliste sieht es ja gut aus. 531 ist ja nicht schlecht. Achtzehn, passe. 20, passe. Ja, ist vielleicht ganz gut, dass ich nicht rangekommen bin. Kreuz. Fünfzehn, 30,
Rauskommen wir auf jeden Fall. 35. Trümpfe sind raus. Gast 10, König, ja. Hat er Glück gehabt, dass die Trümpfe 3-3 standen. 18, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. Passe. Grand. 23, ja. Spiele ich Karo aus. Zwei Ass im Skat. Passe. 18. Passe. Tja, und ich finde König Lusche. Von der Farbe, die ich nicht habe. Herz. Oh Mann. Das ist ein Unterschied. Fünfundzwanzig. Sechsunddreißig, neununddreißig. Und da ist der Sieg. Jetzt habe ich sogar Rest. Trümpfe sind raus. Da er Karo Dame angespielt hat, gibt es auch keinen Karo-Stich mehr. Passe. Ja, die Karte ist nicht 18, stark genug. passe. Also endlich mal wieder mehr als 4 Spiele gewonnen und mehr als 500 Punkte gemacht. Also ich hatte ja euch vorher gezeigt, dass ich in den letzten 4 Ranglisten maximal 4 Spiele gewonnen habe und maximal 470 Punkte oder 480 irgendwie so in dem Dreh gemacht habe. 15, 18. Kein Überstich. Pik-Wegwurf. Okay. Oh. What? Das ist ja krass. So, letztes Spiel. Bei Passe, Passe würde ich, glaube ich, 8, 18 18. sagen. Pik einfach. Na komm. Ja. 20. Ja. 22. Passe. Kreuz. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Rangliste, egal wie das letzte Spiel jetzt ausgeht. 4, 18, 22, 32. Ja, raus. Das ist doch gut. So, dann würde ich sagen, war's das? Ach nee. Was ich euch noch versprochen hatte, die Ergebnisse von 18:15 Uhr. Da schauen wir jetzt mal rein. Wie weit sind die Punkte runtergegangen? Ich sage ja, kein Preis mehr. Ja, da bin ich jetzt
mit 11,73 weit weg von den Preisen. 12,08, also platzmäßig, ne? Punktemäßig. 12,09 ist es nicht weit. Ich habe ja gesagt, ein Spiel noch umgebogen wäre 11, 12, 13 gewesen, hätte gereicht. Aber ja, so haben wir nichts geholt. Okay, das war's von mir. Ich sage tschüss, bis bald, euer Quantus.